halbe und doppelte Geschwindigkeit. Es empfiehlt sich, das Stenovideo Kulturgut Stenografie bewahren in halber oder doppelter Abspielgeschwindigkeit zu nutzen. Bei niedriger Geschwindigkeit als Textansage für Anfänger oder entsprechend bei hoher Geschwindigkeit für Fortgeschrittene. Oder entsprechend bei hoher Geschwindigkeit für Fortgeschrittene. Die Abspielgeschwindigkeit lässt sich einstellen durch einen Klick auf das Zahnrad-Symbol unterhalb des Videofensters. Wenn der Ton abgeschaltet wird, kann die Lesegeschwindigkeit trainiert werden. Ansonsten die Schreibgeschwindigkeit. In Silben pro Minute.